Die Sirenen begleiten uns auf unserem Weg zurück zum Tatort unseres Mordes oder halt. Ach ja, das wissen wir schon. Gut. Das haben wir vorhin schon angeguckt. Ja. Nicht hier richtig überhaupt? Ja, ja. Durch die Tür da, da kannst du einfach durch. Ruhe. Das sind. Ach, guck mal, das sind Schatten von Leuten, die da durchgegangen sind. What? Ja. Ah, eine Sequenz. Hast du betreten gedrückt? Ja. Das ist gut. Dachte ich mir, wäre doch mal eine Idee. Weil wir sollen ja zurück. Ja. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Oh, der ist ja gechillt. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Dass das sich bewegt, ist echt. Muss sich komisch anfühlen. Ey, Hände weg von unserem Hut. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Oh, nicht ernsthaft. Was bist denn du für ein Spacken? Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann. Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Moin. Chief. Aber so, recht hatte. Hätte er um Verstärkung gebeten, wäre es nicht passiert. Ich mag ihn, ich weiß nicht, wer er ist, aber ich mag ihn. Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein. Und am Tag danach. Von Shane? Bis wir ihn erwischen. Aus Walking Dead? Erste Staffel? Ist das die Synchronstimme von gut Shane? Merken. Oh Gott. Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Er? Ja. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut. Okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ein Familienmitglied? Ja, das habe ich auch gerade mitgekriegt. Aber ich denke, wir sind Straßenkind gewesen. Sind. Oh, das ist schwer. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Papa hatten wir ja auch. Ich glaube, wir waren ja einfach mehr auf der Straße als was. Ach so, okay. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Jo, Mama. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ach! Das wird der Bruder von Julia sein. Bevor sie kalt wird. Dein Schwager. Hallo. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Ich muss einen Blick in Stuarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Untersuchung beginnt. Klick. Ich muss einen Blick in Stuarts Notizbuch werfen. Ach so. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Die Stimme kenne ich auch. Oh Gott, das ist schlimm. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Ja, dann geh hin. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Willst du lesen oder soll ich vorlesen? Achso, ich dachte, wir lesen nicht vor. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die besitzergreifende Fertigkeit nutzt. Aha. Drücken Portsfahrt. Aha. 0 von 8 Hinweisen. Wow. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Geh, ansehen. Drück mal die Taste. Overkill? Mein Tod. Geschlagen, aus einem Fenster geworfen und erschossen. Wer auch immer mein Mörder ist, er wollte mich ganz sicher tot sehen. Ja, irgendwie 5 oder 6 Schüsse oder was hat er an der Brust? Ich glaube 7. Wenn ich vorhin richtig mitgezählt habe. Kannst du das nochmal machen, dich? Ich wollte nur mal gucken, wie der Zoom aussieht, so. Jo, okay. Hey. In Stücken. Ui, Glasscherben. Zerbrochenes Glas des Fensters, aus dem ich geworfen wurde. Jetzt mal nach oben gucken, vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kugeln getötet.
Das sind die Patronenhülsen. Der Mörder hat mehrere Schüsse auf mich abgefeuert, schamlos in aller Öffentlichkeit. Da ist ein Mord sowas Intimes. Hier noch ein offensichtliches. Achso, wir können einfach drüber latschen. Meine Ersatzwaffe. Meine Ersatzwaffe hat mir ja viel gebracht. Achso. Ja, that's the Kessel. Guck mal, unsere Kippe. Die letzte Zigarette. Der letzte Sargnagel. Meine letzte richtige Zigarette. Gut, dann kann ich endlich sagen, ich habe aufgehört. Oder so ähnlich. Okay, schön. Lauschi, lauschi. So, haben wir jetzt noch hier so ein Kärtchen übersehen? Nee, wa? Nee, das war noch. Das ich Fenster. Ich würde aber zuerst das Büchlein von ihm nehmen. Achso. Oh Gott, nee, Besitzer greifen will ich noch nicht machen. Warte mal. Doch, aber ich kann, von allen Besitzer greifen. Ja, ja. Das sind jetzt die fehlenden drei Hinweise. Okay, dann fangen wir mal mit ihm an, hast hey, recht. Ist in Ordnung. Und die Stimme ist eine bekannte Serienstimme. Es kommt jetzt drauf an, aus welcher Serie du die kennst. Beeinflussen, belauschen, spähen. Du brauchst spähen, also Tee. Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlungen voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. Fortfahren. Was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Forensik so schnell wie möglich zu Rex bringen. Mieter vermisst Cassandra Joy. Also Joy Cassandra. Und sie war von einem Tatort gehörten Ronan. Okay, wir haben wahrscheinlich hier drei Möglichkeiten, ne, oder so? Ich weiß immer nicht, was diese drei Dinger sein sollen. Ja, ich auch nicht. Forensikbericht an Lieutenant. Lieutenant, wie auch immer der jetzt heißt, Rex. Die übliche Vorgehensweise ist, den Lieutenant zu informieren, wenn die vorläufige Forensik eintrifft, auch wenn er sich von dem Fall distanzieren sollte. Welches ist die wichtigste Information? Vermisste Mieter müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Achso, ich kann mir alles angucken, muss dann eins auswählen, okay. Also haben Sie keine anderen Waffen am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. Ach du Scheiße. Ding, 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 ding. Ich habe keine Ahnung. Also das erste nicht, das ist Common Knowledge, das müsste er wissen als Polizist. Also schwanke ich zwischen den beiden. Cassandra Joy. Da ist immer ein Name dabei. Ich wollte gerade sagen. Wissen wir auch schon. Ja, es sind ja unsere gewesen. Ja, das wissen wir ja schon. Ja, also, ja. Da ist immer ein Name dabei. Ich weiß nicht. Dann nehmen wir die. Dann sehe ich mir die jetzt an und wähle die aus. Nee, ich brauche mehr Informationen zu meinem Mord. Das sind tatsächlich unsere Versuche. Okay. Wir haben einen neuen Hinweis dadurch erhalten, und zwar über die Mordwaffen. Der Mörder hat meine Waffen benutzt, warum hat er nicht seine eigenen Waffen mitgebracht? Ja. Vermutlich, um keine Spuren zu hinterlassen? Ja. Was ja jetzt so unschlau nicht ist. Ach, guck mal, jetzt kann ich ihn nur noch verlassen. Bagadadam! Ui, das war lustig. Den kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Ich will jetzt die Heulfrau da. Sehr gut, finde ich auch gut. Will ich die? Nee, ich will den hier. Ich will den. Ja, weil die spähen, ne? Ach, ich kann nur eh. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Achso, dann müssen wir sie jetzt bestimmt irgendwie beruhigen? Ja, versuch mal. Beeinflussen. Oh, ist ja interessant. Was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Glasscherben? Du kannst ja immer noch ansehen. Waffe? Patronenhülsen, mein Tod, Mordwaffen, Zigarette. Guck mal an. Achso, die Ersatzwaffe, okay, die hatten wir schon. Die Patronenhülsen, die Glasscherben. Achso, das sind die Infos, die wir gesammelt haben. Ja. Ah, nee, dann würde ich das noch nicht machen. Weil uns fehlt noch eine Info. Mhm. Vollkommen richtig. Belauschen. Oh ja. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ach, dass du den mal erwischt. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude.
Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam, 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 bam. Sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Na und? Damit Scheiß. Er war mehr Krimineller als Cop. Wer wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Menschen können sich ändern, du Wichser. Arschloch. Oh, guck. Sympathie mit dem Schwarzen. Ein Hinweis. Der Glockenmörder. Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Des Glöckners von Notre Dame. Oh, oh, er hat nur noch 2 Punkte. Was auch immer das bedeutet. Jetzt kann ich hier von ihm Besitz ergreifen. Da kannst du aber nichts machen. Ja, da kann ich nichts machen. Ja, denn? Ui. Das ist wahrscheinlich längst im Internet gelandet. Ja. Oh mein Gott, ein Hohlkopf. Das ist unmöglich. Aber da ist es. Direkt vor meinen Augen. Ach, das ist der, die uns gefunden haben. Ja. Ja, die, ja. Kann ich die nicht anwählen? Schade. Doch, ich kann es auch. Wenn ich das erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Du, sensationsgeile. Das ist dein Problem? Wirklich? Oh mein Gott! So, ich würde jetzt gerne einmal da drüben in die noch so rein. Kannst du bei ihm noch? Gedanken lesen oder so? Moment. Oh, nee, das war falsch. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Noch so eine Wohlwürde. Ist ja nett. Weil uns ja immer noch ein Hinweis fehlt. Na, den kriegen wir ja von ihr. Das letzte kriegen wir von ihr, das letzte Puzzlestück. Der Cops müssen die Leute beruhigen. Oh, die Stimme kennt ihr auch irgendwie. Ja, und wie? Kaum zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Das kann schon mal passieren. Die sieht genauso aus wie die andere. Kannst du so nicht sagen. Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ihre eigenen Leute beschützen können? Ach, die Stimme kenne ich auch. Die ich kenne. Schön. Oh Gott. Ist das der Horror? Ha? Soll ich die Nachrichten Na, aber natürlich. Frau auch, ja? Ja. Oh, können wir die beeinflussen? Ja, ich bla bla blub 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 blub. Ich bin ein Huhn. Deswegen dachte ich ja, das wird cool. Ich muss eine Reportage in so einem Kaff machen. Kann ich mal warten, nach Boston zu kommen. So, hier, ich will ihn. Oh, sieht die heute wieder hübsch aus. Die sehen alle gleich aus. Ich könnte nie ihren Job machen. Wieso dich? Das ist doof, ich kann ihren Job machen, ich kann nur eine Kamera. Sieht alle gleich aus, oder? Mein Gott. Ich bin doof. Aber... So, jetzt kommt sie hier. Was bringt sie denn aber dazu, dass wir... Ich würde das direkt nehmen. Wir haben 3 Versuche. Ja, mit 3 Versuche. Ja, Glockenmörder wäre das erste, was ich auch genommen hätte. Also, ich kam hier über eine Zeuge mögliche Sichtung des Glockenmörders und sie gegenmeldete. Und der hat ja, sie hat ja schon gesagt, sie haben den Mann mit der Kapuze also gesehen, ja. Das hat sie ja gesagt, als wir... Das hat sie gesagt, ja? Mhm. Ah, okay. Dann soll ich es direkt einfach nehmen? Ja. Ja. Hab ihn gesehen. Five. Den Mann mit der Kapuze. Ist er draußen? Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Oh, Zielort des Mörders. Eine Zeugin glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in den obersten Stock. Es war kein Zufall. Wow. 8 von 9. 8 von 8. Warum stand da eben 9? Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den Ermittlungen gefundenen... hängt von den in Ermittlungen gefundenen Hinweisen ab. Ja, selben eine... Da hätte ja wohl, also... Ein Wort mehr auch nicht geschadet jetzt. So, jetzt hat er gespeichert, ich hab's gesehen. Jetzt mach mal Kuh. Jetzt mach ich mal Kuh. Wisch mal direkt. Die Geile, die war glatt die Fluppe aus der Kusche, du. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Aus welchem? Muss hier eine Spur finden. Hui. Da oben. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Ja. Jetzt guck mal doch den Mieter. Und er ist verschlossen.
Fantastisch. Schnell! Hinterher! Das ist meine Chance. Oh, hallo. Oh? Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Schnell! Was sieht denn? Keine neuen Spuren. Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spur des Mörders. Ich sollte mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Das solltest du tatsächlich machen, denn deswegen sind wir auch 9 von 9. Und ich reiche jetzt an dich weiter und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Juhu!